damit kommen wir zu TJ Beast Boy featuring Flixi. Who the fuck is Flixi? Noch nie gehört. Keine Chain. Wir sind gerade live. 1.2.8. Link in der Beschreibung. Könnt ihr gerne Twitch abchecken. Die nächsten Male sind wir dort live und checken die Releases ab. Die neuen Releases, die kommen. 2.34 produziert wieder von Young Kira. Schöne Grüße gehen raus. Liken, Support ist kein Mord. Ich bin sehr gespannt. Ihr feiert die Beast Boy Reactions. Es kommt die Tage auch noch eine Baby Brain Reaction. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Flixi ist ein Kumpel und Beat-Produzent. Okay. Alles klar. Flixi, einer seiner besten Homies. Okay, Abfab. Auch nice, seinen besten Homie einfach mal zu featuren, oder? Yeah, keep on the phone. Bye bye. Ihr habt wahrscheinlich alle Tadel abonniert, wenn nicht. Bye bye. Was macht ihr eigentlich auf YouTube, wenn ihr Tadel abonniert? Bruder, ganz kurz, ne? Also, wir haben uns jetzt schon viele Releases angehört, die auf jetzt, ne, Donnerstag auf Freitagnacht rausgekommen sind. Bruder, was ist das schon wieder? Intromäßig immer krass. Intromäßig, du weißt direkt, okay, Beast Boy ist am Start. Ohne Scheiß. Tadel macht es krass. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Chain. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Likes. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks. Nein, ich brauche nur Nein. Bruder. Fazit. Um sich cool zu fühlen, braucht er hier keine Chain. Er braucht keine Chain. Man hängt sich hier auch einfach mal so ein... Ja, ich wollte sagen, so eine Kette um Hals, aber dann hat er eine Chain um Hals. Bruder, wie er reinkommt. Keine Klicks, nein, ich brauche nur Nein. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keine Chain. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keine Likes. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, nein, ich brauche nur Nein. Braucht er nur Neid, oder was sagt ihr? Nein, ich brauche nur Neid, Bruder. Ich will auch nicht wissen, wie das sich beim Aufnehmen anhört, ohne Scheiß. Wie er in das Mic schreit. Also der fühlt es ja zu 8 Millionen %. Bruder. Ach so, ein Mic, nicht Neid. Oh, my bad, sorry, ist schon spät. Wir haben es 2 Uhr. Brauche ich nur ein Mic? Erinnert mich an Nas, Only One Mic oder One Mic. Bruder, der Song von Nas, auch Legende. One Mic müsst ihr mal abchecken. Mic, ja, okay, Chat, chillt euch. Er braucht nur ein... Ja, ist gut. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, denn ich brauche nur ein Mic. Eigentlich brauche ich nicht mein Mic. Ich wär nackt in einem leeren Raum, immer noch fly. Deine 80 tollen Schuhe kommen aus Kinderarbeit und das weißt du auch selbst. Doch, die sind gerade im Hype. Doch, die sind gerade im Hype. Oh, Digga, ich mag auch dieses... Ne, Beast Boy ist dieser etwas überheblichere Charakter, der auch gerne sich mal über andere stellt und halt flext und so weiter. Aber mag ich, Dicker, genau so. Und das weißt du auch selbst, doch die sind gerade im Heim. Und der gibt dir vor, was du trägst oder bist du. Definition eines Hähnchens im Wind, bist ein lebloser nein. Definition eines Hähnchens im Du Definition eines Fähnchen im, eine, eines Fähnchen im Wind. Sozialkritik it in, man. Ohne eines Hähnchens im Wind, ist ein lebloser Klon, das ein Leben bestimmt, was die Generation laut den Medien will. Wow. Aber guck mal, das ist auch so ein Ding, ne? Du liest den Titel und stell dir mal TJ Beast Boy und Flixi weg. Pack da mal einen x-beliebigen Mainstream-Deutschrapper hin. Du liest diesen Titel, keine Chain, und denkst direkt, oh fuck, jetzt wird wieder geflext, Digga. Ach nee, Digga, jetzt geht's wieder die gleiche Leier von vorne. Aber das ist nice. Und ich mach, was ich will, Real Talk. Wenn ich will, höre ich auf zu rappen und Beatbox. Das müssen wir auch noch abchecken, ohne Scheiß. Das müssen wir auch noch abchecken. Diese Beatbox-Sachen, ich hab mir viel sagen lassen, das ist auch abnormal. Das ist auch, glaube ich, abnormal. Also wie der Typ beatboxt. Wow, ich bin echt krass talentiert. Ich komm in deine Stadt und ich lass sie gefrieren. Ist okay, man entlad deinen Hass ruhig an mir. Aber kämpf gegen mich und du kannst du verlieren. Ich geh kein F- Ich mag sowas, auch so. Du kämpfst gegen mich und du kannst nur verlieren oder so. Ja, Bro. Ich weiß auch nicht. Es ist so fast wie, ich will ihn um Gottes Willen auch nicht mit Genetik oder so vergleichen. Die machen auch für mich unterschiedliche Musik, auch in unterschiedliche Richtungen und so, was auch vollkommen okay ist. Aber es ist für mich so ein bisschen wie bei Genetik so. Ich weiß nicht, was es ist, aber es catcht mich so. Ist einfach nice.
mich und die kannst du verlieren. Ich geh keinen Fick, man schau mich an, ich glaub man sieht das. All deine Erfolge sind in meinen Augen Peanuts. Ich tätte euch in Games, die ich selbst die gespielt hab. Output of the day, all black wie ein Priester. All black wie ein Priester. Auch die geile Adlibs drauf. Dieses auch von links rechts gepennt. Day, all black wie ein Priester. Für mich fresh, so wie fresh aus der Dusche. Jede Zelle meines Körpers sagt, ich bin der Coolste. Ich brauche keine Pause, Mann, wir sind nicht in der Schule. Bin kein Zentimeter missgerät, aber ich bin Ruder. Bruder, Digga. Ich möchte es, also ich höre das gerade auf Kopfhörern, auf Kopfhörern, die auch wirklich sehr ehrlich sind vom Sound her, auch die jetzt nicht irgendwo in den Tiefen geboostet sind, sei es Kick 808, die kommen schon, das kommt noch alles sehr human rüber, so, ich habe auch nicht voll hier aufgedreht, aber ich will nicht wissen, wie das im Auto auf einer HiFi-Anlage, die generell mal, die generell in den Tiefen schon geboostet ist, ich will gar nicht wissen, wie sich's da anhört, ohne Scheiß. In deiner Bahn scheint nur Clown zu sein. Locker passt hier mit 20 Mann in ein Auto rein. Willst du jemals schaffen, was ich schaff? Ich glaube nein. Mann, da bring ich deine Handelbank dann auch nicht weit. Yeah. Deine Handelbank dann auch nicht weit. Bro, ich mag das. Aber jetzt mal, also real talk. Wir sind doch jetzt schon im zweiten Part, oder? Wo kommt Flixi? Handelbank dann auch nicht weit. Yeah. All die dicken Muskeln kannst du dir versagen nicht. Was bringt dir der Body, wenn du charakterlich ugly bist? Bin zwar keine Packung Chips, aber ich bin funny fresh und ich bin der Hammer wie die Waffe dieser Ali. Boah, das ist auch so eine, also das ist schon eine hart plumpe Line, oder? Also das mit funny, also, Alter, Bruder. Packung Chips, aber ich bin funny fresh schon. Der Buddy, wenn du charakterlich ugly bist. Bin zwar keine Packung Chips, aber ich bin funny fresh schon. Bin zwar keine Packung Chips. Bin der Hammer wie die Waffe dieser Ali. Es ist so, also schon, ist halt eine Tadelzeile in dem Fall, oder? Also können wir, egal was jetzt irgendwie hier plump rüberkommt oder halt, ne, einfach... Können wir einfach als Tadelzeile abstempeln. Chips, aber ich bin funny fresh und ich bin der Hammer wie die Waffe dieser Ali. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Chain. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Likes. Guck mal, Digga, also ich will nicht wissen, wie dein Mic brüllt da, ohne Scheiß. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Likes. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, nein, ich brauche nur ein Knife. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Chain. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Likes. Bruder, Digga. Ist halt eine Tadel, also einigen uns darauf ist eine Tadelzeile, ne? Nein, Bro, ist heute nicht rausgekommen. Packung Chips, funny frisch steht. Ja, also Packung Chips, funny frisch steht. Du ist geil im Kontext, steht geil im Kontext, definitiv. Ist aber trotzdem so, warum eine Packung Chips? Um mich gut zu fühlen, brauch ich keine Likes. Um mich gut zu fühlen, brauch ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, denn ich brauch nur ein Like. Mit jedem neuen Follower werden Freunde komischer. Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Oli, Mann. Wie wer? Mit jedem neuen Follower. Auch geil, oh, geiler, auch geiler Einstieg eigentlich. Mit jedem neuen Follower. Kein Frame, keine Whip, keine Klicks, denn ich brauche nur ein Like. Mit jedem neuen Follower werden Freunde komischer. Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Olima. Olima, Bruder, also ganz kurz, wer zum Teufel ist Olima? Flow Switch King, Date, also Bruder. Er kommt ganz sportlich, aber smooth rein, ne? Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Olima. Fühlt sich an wie auf einer Bowlingbahn, weil ich mit der Tommy Gun Kugeln auf die kleinen Blasen Pisser schieße. Oh, nice eigentlich. Auch hier den Reim quasi ausgelassen mit einer Tommy Gun. Auf einer Bowlingbahn, weil ich mit der Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Olima. Fühlt sich an wie auf einer Bowlingbahn, weil ich mit der Tommy Gun Kugeln auf die kleinen Blasen Pisser schieße. Die sind im auf die Pisser schieß. Ich war lieb, weil Olima ist von dem Spiel. What the fuck? Oli ist Nintendo-Charakter. Ich bin sweet, ich bin on fire und addicted wie ein Swisher sweet. Bitch, please, jeder eurer Songs klingt gleich und jeder meiner Songs ist nice. Bro, ich pull up in deiner City. Jeder seiner Songs ist nice, Bro, kann man einfach mal so stehen lassen. Nice. Bro, ich pull up in deiner City und fahr dann zu deiner Haltestelle und kauf mir einen Jank. Nehme ihn, lass dich einen Schuck aus meiner Dose, mach halt down, mache danach einen Selfie mit einem Fan. Sag dann, bitte schön, tag noch, laufe weiter. Boah, er gefällt mir aber auch gut, ne? Er kommt nicht so, also... Der Beat ist halt knallhart. Und darauf musst du eigentlich schreiend kommen, so. Ohne Scheiß. Darauf musst du eigentlich, aber er kommt auch, also, flowmäßig böse. Sag dann, bitte schön, tag noch, laufe weiter und auf einmal kommen du und deine motherfucking Gang. Deine fängt zu weinen an, der andere ist hässlich. Einer bist du und der vierte rennt weg. Swag. Digga, auch diese Zeilen sind teilweise so. Aber nein, auch genau das macht es aus. Es ist einfach sympathisch. Digga, das war auch wieder, also so ein Ding, da, ich merke das so nach Beast Boy Reactions, ich muss das erstmal verarbeiten, erstmal sacken lassen, ohne Scheiß. Das war die Beast Boy und Flixi Reaction auf keine Chain, ich küsse euer Herz.